Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal und ich laufe heute mal nackt durch die Straßen. Na, ich wollte nur mal gerade sehen, wie mein Charakter aussieht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was die Leute sagen, wenn die mich so nackt sehen. An Skyrim reden die dann ja immer darüber. Hallo. Ach komm hier. So. Ja, irgendwie, das bringt gar nichts. Gut. Ich dachte mir so, jetzt haben wir ein Reich, aus dem Adelsviertel, was ist mit so einem Reich? Das heißt, ich mache diese Quest, wo ich 10.000 Goldtaler bekomme. Angeblich. Arx letzte Wacht untersuchen. Also wenn ich wirklich 10.000 bekomme, Witch Bitch, Alter, dann mache ich erstmal eine dicke, fette Champagner-Party. Dann lade ich jeden ein, kann zu mir ins Haus kommen, kaufe eine Kiste Moët, Party geht ab, 50 Gramm Koks gibt's noch dazu, ich bestelle ein paar Dieren und dann geht die Party ab. Dann wird richtig Schückgesell, Alter, Schückgesell. Dann geht richtig Party ab. Oh, Bauernküste. Da. Nein, wir sind ja jetzt reich. Mein Bankkonto ist voll. $250 ist sogar ein guter Wert, weil mit jedem Tag kann ich mir einen Ambrosia kaufen. So. Als Rechnungsdenken. Also, was ich an Zinsen bekomme. Ist das nicht schön? Ich muss hierhin Arx letzte Wacht untersuchen. Okay. Also die 10.000 Kronen, wollte ich gerade sagen, die 10.000 Groschen reizen mich schon. Und hallo, wer seid ihr? $250, na schön. Glaubt ihr, die Masche zieht bei mir? Vergisst es. Sehr überzeugend, aber nicht überzeugend genug. Geht, bevor ich euch wehtue. Immer diese Betrüger. Unfassbar. Aber es hier ist auch zu froh. Was ist das denn? Die Honigweinbrauerei. Das ist Epona? Ja, das ist irgendein Esel. So. Oh, hallo. Aber klar doch. Verzeiht, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Ach ja, seid ihr immer so freundlich? Ach, wie schön, diese Rassisten. Sieg heil, meine Freundin. Aber was soll ich zu dir sagen? Oh, ich will nicht einbrechen. Ist das nicht toll? Da oben ist eine Eisbank, ich hab's ja gesehen. Also auch zu offensichtlich. Da. Nee, doch hier. Oh, Lavendel. Ah, hier sieht's schön aus.
Der. Was ist das denn? Eisgebirge? Warte, mit wie vielen Punkten ist die? 3. Guck mal, wir haben jetzt schon mehrere 4-Sterne-Quests überlebt. Und die bringt 10.000 angeblich. Kann mir doch keiner erzählen für eine 3-Sterne-Quest. Ach, Wacholder. Ein Typ, der irgendwo hin zeigt. Steht da nicht irgendwie ein Schild oder so? Na gut. Und hier beginnt der Schnee. Oh Gottes Willen. Aber es sieht so falsch hier aus, als wäre nur diese Region hier beschneit. Beschneit, ist das ein Wort? Ich glaube ja irgendwie nicht. Okay. So, ei, ei, ei. Okay, so, Was habt ihr so? Lederschuhe habt ihr? Das ist doch mal was. Hä? Oh, hallo. So. Oh. Ja, sorry. Interessant. Oh, da sind Gegner. Arks letzte Wacht. Oh. Ja, das war auch ihre letzte Wacht. Hallo. Du solltest besser zielen lernen, mein Freund. Kopf ab dafür. Unfassbar. Arks letzte Wacht. Gehen wir doch mal da rein ins Wachhaus. Morgen. Oha. Oh. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Naja, gut. Was hast du? Die Sachen nehme ich auch noch mit. Äpfel sind gut. So, ein bisschen regenerieren. Ziegenfleisch halt direkt. Das ist auch gut. Hartes Brot halt auch direkt. Hier sind es noch ein Tor. 54 Dietrich, wo habe ich die denn her? Ja. Muss mich nicht wundern. Nein. Aber wir haben es fast. Okay. So. Das hat sich auch gelohnt. So. Ja, es war lohnenswert. Hier reinzugehen, auf jeden Fall. Also da kann man nicht meckern, kann man nichts anderes sagen. Plötzlich ist es Nacht. Der Himmel sieht auch manchmal gut aus, ne? Hallo, der Wachturm. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist gar nicht so groß hier. Was ist hier? Hier ist nichts. Eine Schatulle. Ein Saphir. Und der Brief von Max Schönen Blutes. Werter Freund,
Ich beobachte, dass ihr mich bei der Scheune nahe Ark gesucht habt. Ich weiß, dass meine Tarnung auf Enderal aufgeflogen ist und habe mich bereits nach Kyra abgesetzt. Diese Bodenbrunk machte Jagd auf mich, seit ich das Bett nicht mit ihr teilen wollte. Sie durchschaute meinen vorgetäuschten Tod. Noch einmal denselben Trick zu versuchen, erscheint mir sinnlos. Als Entschädigung für eure Mühen habe ich den Inhalt dieser Schatulle hinterlassen. Belasst es dabei. Werdet ihr mich eh nicht mehr. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Abenteuer wieder. Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass das ertragsreicher ist. Das war es nicht. Aber gut, da kann man nichts machen. Ach Gott, es ist Nacht. Also ins Adelsviertel und schlafen in meinem eigenen Haus. Zum ersten Mal. Ja, aber es war wirklich. Ja. Der größte Niederschlag, den ich so quasi hatte. Morgen, ich will keine Bettler haben. Meine Güte. Der Nacht sieht dieses Badehaus auch gut aus. So, wo war mein Schlafzimmer? Oben, glaube ich, ne? Hallo? Nee. Hier! Ah. 10 Stunden, so. Ein bisschen Geld wieder machen. So. Ich kann auch auf dem Marktplatz die Truhe nutzen. So, Garwolfs Edelwaren. Guten Morgen. Okay. Wo ist dein Mann? Ich würde gerne mit ihm handeln. Hallo? Hallo. Unfassbar, wirklich. Da. Jo. Da die Bögen und die Schwerter. So. Wir kriegen zwar immer nicht so viel Geld, aber ein bisschen schalt schon. Und das ist es doch, was wichtig ist. So, die Axt hier und diese Diamanten. Ja. Und ich habe gerade noch die Sorge, dass wenn ich weiter mit diesen Dingen in der Hand rumlaufe, mit dieser Besitzurkunde, dass ich die irgendwann aus Versehen verkaufe. Weshalb ich sie jetzt mal hier in die Kiste tue. So,
Ich habe das auch trotzdem noch. Ja, meine ich davon. So, Eventualitäten. Herausfinden, was Magister Ragon bedrückt. Wo ist der? Okay, irgendwie habe ich keinen Questmarker so, also gehe ich dem Ding mal manuell nach. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit in der Folge. Mache ich. Aha. So, hallo. Das Kasernenviertel. Interessant. Ja, ich finde übrigens auch, ich habe ja irgendwann mal letztens habe ich ja mal über die Bilder geredet, die in diesen dieser einen Quest, keine Ahnung, was wie die hieß, war mit der Erika Schönblutes, glaube ich auch hieß sie. Die Bilder in den Ladebildschirm finde ich eigentlich auch gut. Wer seid ihr? Alles in Ordnung? Was ist los mit euch? Alles in Ordnung? Wessen Grab ist das und wer liegt dort begraben? Magister Jero. Sie ist bei Jeros Tat umgekommen und ihr gebt euch die Schuld, richtig? Sie und dieser Junge hätten von den Taren der Stadt genauso gut von Banditen überfallen werden können. Niemand hätte das sehen können. Auch ihr nicht. Und wenn etwas Schuld da ist, dann der rote Wahnsinn. Mhm. Magister Ragon von der Rückkehr der Novizen berichten. Ich bin leicht verwirrt von dieser Quest. Weil die ja irgendwie nicht den Marker da setzen, wo ich das will. Die mich irgendwie durch die Kaserne führen. Was auch merkwürdig ist. Aber gut, vielleicht ist das eine Abkürzung, ich weiß es nicht. Scheint sogar so. Morgen. Oh. Habe ich eigentlich wieder. Oh. Erinnerungspunkte. 2 Stück sogar. Ich könnte eigentlich mal meditieren, ne? Bevor ich hier in den Tempel gehe. Ich weiß ja relativ sicher, was ich mache. So, ich gehe nämlich hier hinterhältig. Ach, ich habe das freigeschaltet. Bis der Kehlenschnitt. So. Mit Dolchen. Nein, mit Bögen. So. Das habe ich. Weil Dolche nutze ich nicht und Einhandwaffen nutze ich nicht. Deswegen ist das mit den Bögen, die nutze ich so gelegentlich mal, schon das Sinnvollste oder das einzig Sinnvolle.
So. Aber ich mache jetzt erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.